Wir starten ein neues Projekt. Projekt Boxer Shorts. dafür nehme ich nicht diese Farbe, aber halt eben diese Qualität. Ist waschbar auf 40 Grad, da steht es, weil reine Baumwolle, da steht es, 100% Baumwolle. Ja, gut, ich nehme allerdings dafür diese Farbe, nicht die Petrolfarbe. Jetzt schlagen wir erstmal was ist jetzt hier passiert? Moment. So, auf geht's. Jetzt schlagen wir erstmal 100. Moment. 170 Maschen an mit wie heißt der Anschlag jetzt nochmal? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Elastischem Anschlag. Jetzt habe ich es. Ja, wenn wir das jetzt gemacht haben gleich, dann zeige ich euch natürlich, wie es weitergeht. Ich mache das jetzt mal für mich alleine. Das ist nämlich die Kordel, der Shorts. Ich habe lange rumprobiert, bis ich das endlich mal hinbekommen habe, wie es sein soll, damit ich es euch zeigen kann. Inspiriert habe ich mich lassen von dem Kanal, YouTube-Kanal der Kollegin Atelier Sharon oder Sharons Atelier oder Häkeln mit Sharon. Ich verlinke euch das Video, wo ich mich habe inspirieren lassen. Sowieso wieder am Schluss, wenn ich das letzte Video hochgeladen habe. Ja, da habe ich erstmal dann so, ja, mir erstmal die Art und Weise angeschaut, wie es grundsätzlich funktionieren kann, funktioniert. Und dann habe ich selber
ja, losgelegt und dann selbst ausprobiert, hin und her probiert. Ja. Und bin dann endlich, ja, nach 3 Boxershorts für einen Mann, bin ich dann endlich auf das Ergebnis gekommen, wo ich damit zufrieden war, wo ich dann gesagt habe, das kannst du deinen lieben Menschen auf diesem Kanal jetzt zeigen, wie es funktioniert. Ja, das mache ich jetzt. Und wie gesagt, der Anschlag für die Boxershorts fängt genau so an, wie jetzt diese Kordel, ja, gemacht wird. Aber die Kordel sollte man als erstes machen. Damit man dann hinterher, wenn die Boxershorts fertig ist, auch weiß, aha, ich muss nicht noch einmal jetzt den Anschlag, die Kordel machen. Also so habe ich es gemacht, damit ich wusste, okay, ich habe jetzt noch genug Wolle für die Boxershorts, beziehungsweise wenn ich mir jetzt hier 20 Kordel gemacht hätte, meinetwegen, hätte ich auch 20 Boxershorts machen müssen. Und da wusste ich eben nicht, reicht das alles? Und darum mache ich es jetzt immer so, dass ich mir sage, okay, du machst erst die Kordel fertig, machst dann die Boxershorts, dann bist du auf der sicheren Seite. Und ja, ich wollte nämlich auch vorarbeiten und habe dann gesagt, ich wollte ganz viele Kordeln vorarbeiten. Da habe ich gesagt, nee, 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 bringt gar nichts. Immer erst die Kordel machen, dann die Boxershorts, wenn man genug Wolle für die Boxershorts noch hat, natürlich. Das ist die Voraussetzung, klar. Ja, ob ich noch eine Boxershorts dann stricke, das weiß ich jetzt auch noch nicht, weil ich mir noch nicht im Kopf schlüssig bin, wie das denn funktioniert. Gestrickt ist immer schwerer als gehäkelt. Und deswegen, bin ich mir da noch nicht so sicher. Erstmal machen wir jetzt die Boxershorts zusammen. Gehäkelt. So, ich mache dann mal, so viel haben wir jetzt schon, für mich alleine weiter. Bis gleich. Ich habe jetzt natürlich diesen elastischen Anschlag auch locker angeschlagen. Einfach damit ich besser in die Maschen jetzt gleich reinkomme. Ja, ihr seht ja, es ist eine ewig lange Kette geworden. Da endet sie. So, wie machen wir jetzt weiter? Erstmal machen wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Ersatzstäbchen. Und auch für die Höhe. Jetzt kippen wir das Ganze von unten nach oben, um die schönen Maschen zu bekommen. Da sind sie. Und jetzt nur Stäbchen häkeln. Es liegen nämlich die festen Maschen. Nee, die Luftmaschen liegen unten und die feste Masche ist oben drauf. Wir haben also 2 Schritte in einem gemacht.
Umschlag auf die Nadel einstechen, einmal durch zwei, zweimal durch zwei Stäbchen gemacht. Was ist denn jetzt hier los? So. Das machen wir jetzt, bis wir am Reihenende angekommen sind. Bis gleich. Am Ende angekommen, löse ich jetzt gleich, jetzt noch nicht, erstmal mache ich noch ein Stäbchen, weil ich gerade sehe, dass da noch ein Stäbchen liegt. Diesen Knoten hier, den brauchen wir nämlich jetzt nicht mehr. Und das war schon die Kordel, ja? Jetzt mache ich, ihr seht ja, elastisch. Jetzt mache ich hier noch eine Luftbasche, schneide den Faden ab. Zieh das hier durch, zieh es fest, vernähe mir das alles schon auf der Rückseite. Mach noch ein Knötchen rein, damit es auch gesichert ist. Vernähe das schon mal. Das war jetzt die Kordel. Und jetzt melde ich mich dann wieder, wenn ich diese Schritte erledigt habe und es dann mit der Boxershorts weitergeht, denn die Boxershorts fängt genau so an. Okay, bis dann. Was ich eben noch vergaß zu erzählen, was ich jetzt nachhole, weil noch habe ich hier den Anschlag in der Hand. Man schlägt ja durch diese Maschen an, das sind ja die Luftmaschen, bevor dann die festen Maschen draufkommen. So hat man es ja vor sich. Zum Zählen dreht man es sich nach oben, damit man dann die schönen Maschen zum Zählen hat. Und ich schlage auch jetzt keine 170 für die Boxershorts an, sondern 120. Der Gürtel brauchte oder die Kordel brauchte mehr Maschenanschlag. Ich habe also jetzt meine 120 angeschlagen für die Boxershorts. Mache meine drei Luftmaschen, habe mir das Ganze schon von unten nach oben umgedreht. Und fange jetzt hier wieder an, mein Stäbchen, wie eben auch,
zu häkeln. Das wollte ich euch nur noch mal schnell dazwischen geschmissen haben, weil mir es aufgefallen ist, dass ich es vergessen hatte, euch zu erzählen. So, und wenn ich die Reihe fertig habe, melde ich mich wieder. So lange pausiert das Video. Wer sich jetzt fragt, wo kriegt sie eigentlich die 120 Maschen her, diese Aufteilung, ganz einfach, in dem Video von der Kollegin. Da hat sie mit 50 Maschen angeschlagen. Es ist aber von Wolle zu Wolle verschieden. Das müsst ihr immer wieder selber austesten, wenn ihr für euch, für eine Frau, eine kurze Hose macht. Für den Sommer eine Panty oder ähnliches, die kein Bein hat, fangt mit 50 Maschen Anschlag an. Ich habe ihn elastisch gemacht. Das macht die Dame im Video nicht. Moment. Meine Kollegin macht da einen ganz normalen Luftmaschenanschlag und ich habe mich aber für den elastischen Anschlag entschieden und habe dann in den Probestücken festgestellt, dass es mit 50, also mit 4x50, weil zwei Quadrate vorne, zwei Quadrate hinten nicht hinkommt. Sekunde. Und also sie macht Quadrate jeweils mit 50 Maschen Anschlag und zwei Quadrate vorne und näht die dann zusammen. Ich habe es jetzt in einem Stück gemacht, weil es für mich einfach praktischer ist. Also habe ich mir errechnet, weil ich immer einen Anschlag von 150 Maschen für meinen Bauchumfang habe, dass ich dann auf, ja, mit 4x50 sind 200 Maschen, das ist zu viel, also bin ich runtergegangen. Ich habe es also an den Probestücken immer ausprobiert, also bin ich runtergegangen und bin dann letztendlich bei 120 Maschen angekommen. Daraus errechnet sich dann meine 120 für die Größe, ja, S passt nicht rein, ist zu groß. ML, ja, XL passt auch nicht rein, ist für diese Wolle zu klein. Da müsst ihr dann 150 Maschen haben, also in meinem Fall wären das dann, ja, pro Quadrat 36 Maschen. So errechnet man sich das, also so habe ich es mir errechnet. Nur dieses hier ist für mich halt eben praktischer, einfacher. Warum soll man es sich schwer machen, wenn es auch einfach geht? So, zwei Luftmaschen, bitte wenden. Dann nicht in diesen Maschenkopf reinhäkeln, beziehungsweise in das vordere Maschenglied, sondern in das, was danach kommt. Und auch nur in das vordere Maschenglied wird jetzt ab sofort nur noch ins vordere Maschenglied reingehäkelt. Und jetzt müsst ihr aufpassen mit dem Stäbchen. Da ist euer Stäbchen. Da müsst ihr nämlich ein Reliefstäbchen von vorne häkeln. Jetzt ist hier eure nächste Stelle nur ins vordere Maschenglied. Ein halbes Stäbchen heißt alle drei
gemeinsam auf einmal durchziehen. Dann ist hier euer nächstes Stäbchen. Einmal zwei, zweimal zwei. Da müsst ihr aufpassen. Hier liegt euer nächster Maschenkopf. Nur ins vordere Maschenglied. Halbes Stäbchen. So entsteht dann auch ein Rippenmuster. Hier wieder ganzes. Halbes Stäbchen. Ganzes Stäbchen. Und so macht ihr das bis zum Reihen. Noch arbeiten wir in Reihen, Reihenende. Bis dann. Was mir gerade einfällt, wer jetzt sagt, so ein Quatsch, warum die ganze Ausrechnerei, habt ihr auch wieder recht, wer das möchte. Einfach, wenn ihr hiermit fertig seid, mit dieser Reihe, halbe Stäbchen, Reliefstäbchen von vorne, legt oder mit der Vorreihe schon, wo wir nur Stäbchen reingearbeitet haben, legt ihr euch das hier um euren Bauch, weil ist ja eine Art, ja, es ist Unterwäsche sozusagen, an der höchsten Stelle auf euren Bauch legen, drumherum, dann habt ihr auch einen Umfang. Und wenn das dann zu viel ist, es darf nicht zu eng sitzen am Bauch, aber auch nicht zu locker. Ihr habt ja immer noch eure Kordel, die ihr dann natürlich da durchzieht und euch das damit natürlich zuziehen könnt. Nur so als Info. Wenn es also zu locker sitzt, kein Thema, habt ihr eure Kordel. Ne? Zu eng ist ein bisschen doof, sag ich gleich. Habe ich alles ausprobiert, ist nichts. Dann lieber zu locker. Also wir sagen mal so, wenn es für euch, wenn diese Reihe zu Ende gehäkelt ist und ihr legt es euch auf euren Bauch drauf, um euren Bauch herum und es sitzt locker, habt ihr alles richtig gemacht. Zu eng ist doof, locker ist in Ordnung, aber nicht zu locker. Locker, nicht zu locker. So könnt ihr euch dann auch euer Maß errechnen und aufschreiben. Aber nur, das gilt auch wirklich nur für die Wolle, die ihr dann da dafür verwendet. Bei jeder anderen Wolle müsst ihr es euch neu ausrechnen. Das ist nun mal so. Und jetzt gleich wird zur Runde geschlossen. Ich wollte mir einfach die ganze Näherei und Zusammenhäkelei ersparen. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Weil ich finde, nahtlos ist immer besser.
So, ich mache mal nochmal eine Pause. Ich mache das mal für mich alleine weiter hier. Bis gleich. Ich mache jetzt um das letzte Stäbchen, ein Reliefstäbchen von vorne. Und habe damit jetzt die Reihe beendet und werde jetzt zur Runde schließen mit einer Kettmasche. Ihr müsst jetzt aufpassen, wer das jetzt genauso macht wie ich, dass ihr nichts verdreht. Dieser Faden muss unten liegen. Dann nochmal aneinander bringen, damit ihr seht, aha, es ist wirklich alles aufeinander, glatt aufeinander. Das wird nämlich euer Gürtel sozusagen, wie soll man das nennen? Euer Bund. So, jetzt habe ich's. Und das darf natürlich nicht verdreht sein. So. Ja. Und dann dürft ihr zur Runde schließen. Der Faden, seht ihr, was ich meine? Der Faden will wieder nicht, was ich will. Mal ist er hier, mal ist er da. Und schon darf man wieder von vorne anfangen, das Ganze zu ordnen. So, ich steche dann hier oben in diese Luftmasche rein, hol mir den Faden und mache eine Kettmasche. Und selbst hier kontrolliere ich das nochmal, ob das alles stimmt, ob hier nichts verdreht ist. Weil jetzt kann man nichts mehr ändern. Ab jetzt werden nur noch, also ich in meinem Fall Stäbchen, die Kollegin macht feste Maschen. Wer feste Maschen arbeiten will, macht nur noch eine Luftmasche. Und sucht sich jetzt weiterhin, ab jetzt immer nur in diese vorderes Maschenglied, holt sich den Faden. Hat zwei Schlingen auf der Nadel, nochmal feste Masche gearbeitet. Und das jetzt 34 entzückende Runden. Ich mache das mit Stäbchen. Heißt, ich mache noch zwei Luftmaschen dazu und arbeite genau so in das vordere Maschenglied ein Stäbchen. In jedes vordere Maschenglied kommt ab jetzt ein Stäbchen. Ich mache das 17 Runden lang, weil mit Stäbchen bist du schneller am Ziel als mit festen Maschen. Also habe ich 17 Runden vor mir. Und da es sich sowieso um Unterwäsche handelt, Männer tragen die Boxershorts als Unterwäsche. Und der Mann, für den ich das hier machen darf, häkeln darf, hat Größe L. Es ist ein bisschen durchsichtig, ja. Mit festen Maschen ist es nicht durchsichtig, jedenfalls nicht so krass durchsichtig. Mit Stäbchen ist es ein bisschen durchsichtig. Aber wie gesagt, das ist Unterwäsche. Da guckt kein Mensch hin, da habt ihr eine Hose drüber. Eine Jeans oder weiß ich was für eine Hose. Und selbst beim Arzt geht es erstmal ab in die Kabine zum Ausziehen. Also, ne?
wenn ihr da beim Allgemeinmediziner seid oder keine Ahnung bei welchem Facharzt, da guckt kein Mensch hin, ja, ob die Hose, ob die Boxershorts, Unterhose durchsichtig ist oder nicht, also ja, vielleicht die Assistenzen, ne? Aber der Arzt selber, glaube ich kaum, dass den das interessiert, ob die Boxershorts, ob man da was durchsehen kann oder nicht. Wer dann sagt, nee, ich will lieber feste Maschen machen, ist für mich persönlich besser. Okay, dann mach das. Ist jedem selbst überlassen, wie er das gestaltet. So, ich mache jetzt hier meine 17 Runden. Beende das Video. Weil das dauert jetzt ein paar Momente mehr. Melde mich dann bei euch wieder mit der Fortsetzung, wenn ich dort an der Stelle angekommen bin, ja, wie man quasi den Zwickel arbeitet, weil meistens macht man das ja von unten nach oben und wir fangen jetzt am Bund an und arbeiten uns runter. Aber ist gehäkelt auch nicht weiter schlimm. Ich habe es ja schon mehrfach jetzt gehäkelt. So, bis zur Fortsetzung.